Hey Leute, willkommen zu einem weiteren neuen FIFA 19 Ultimate Team bzw. Ultimate Team bzw. Food Video. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder ein paar Packs aufmachen. Ich habe wieder Division Rivals gespielt, natürlich nicht krass weit gekommen. Meine Statistik ist immer noch so lala. Wir nehmen uns aber diesmal wieder das Pack mit. Ja, letztes Mal hatten wir mit dem Pack Glück. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts um meinem i. Da war ich auch Rang 3. Ich war jetzt zum dritten Mal Rang 3. Ist auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall hatten wir da letztes Mal Glück. Da haben wir Vertonghen gezogen, glaube ich. Und der hat im Endeffekt 61k gebracht, ja. Also ich habe gedacht, der hätte irgendwie nur 45 gekostet. Er hat an dem Abend 50 gekostet, da habe ich ihn noch nicht verkauft bekommen, zum Glück. Für 50 wollte ihn keiner haben. Nächsten Tag habe ich ihn für 61 verkaufen können. So macht man das auf jeden Fall, Leute. Ja, wir haben 4 Packs auf meinem Account. Danach geht es rüber auf den Account von einem Kumpel. Da haben wir ein paar Packs vom Squad Battle, Weekend League und auch Division Rivals, glaube ich, irgendwie sowas. Also das seht ihr dann im Anschluss, da gehen wir dann auf seinen Account zusammen mit ihm. Er wird dann auch bei Skype dabei sein. Leider hat er jetzt nicht so die beste Qualität da, aber das macht nichts. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Gestern kam auch eine Folge von der Trainerkarriere wieder raus. Auch die unbedingt mal abchecken, rechts um meinem i verlinkt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Das wollte ich nur gesagt haben. Jetzt öffnen wir das erste Pack. Es ist ein Walkout. Ich kenne das jetzt. Es ist ein Walkout. Leute, yes! Alter! Boah, ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Das ist das erste Pack, das wir aufmachen, nach diesem scheiß Verbraucher-Pack. Warte mal, ich muss erstmal hier wegdrücken, dass die Mucke weggeht. Das ist das erste Pack, was wir nach dem Verbraucher-Pack aufmachen. Und wir haben eine fucking Legende. Ich habe im letzten Video habe ich meinen allerersten Walkout, den ich je gezogen habe, gezogen. Und jetzt ziehe ich meinen zweiten. Es ist eine Legende. Wen willst du hier ficken, Alter? Jungs. Leute, also sorry, auch wenn es nicht die beste Legende ist. Ich weiß nicht, ob es eine gute Legende ist. Keine Ahnung, ob der jetzt im Gegensatz zu den anderen viel wert ist. Und ich bin auch noch ein bisschen zu jung dafür, um den jetzt wirklich zu kennen. Leute, das ist mit Abstand mein wertvollster Spieler, den ich je in einem fucking FIFA-Teil gezogen habe. Den gibt's 4 Mal auf dem Markt und er kostet 850.000. Leute, alter Schwede. Alter. Alter, das Video wird sich jetzt so rauszögern durch meine Freude hier gerade, weil ich einfach nicht weiter öffne. Ich laber einfach gerade rum. Okay, das war mein zweiter Walkout, den ich je gezogen habe. Ich kannte das Symbol jetzt. Ich wusste, da ich mir ja ein paar Pack-Openings auf YouTube angeguckt habe, wusste ich, wenn das unten aufploppt, das EA-Symbol, dann ist es ein Walkout. Jetzt, als sie aufgegangen ist, ist mir jetzt aufgefallen, dass dieser weiße Kreis bedeutet, dass es eine Legende ist. Das habe ich nicht gerafft am Anfang, das habe ich erst gerafft, als die Legende dann tatsächlich da stand. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben verdammtes Packluck. Ich habe mir ein Team zusammengestellt, ja, ich dachte so, hey, dieses Team will ich mir mal bauen. Da sind ein paar 5-Sterne-Skiller dabei und ein paar echt schnelle Spieler, ein paar gute Spieler und so, und dachte, hey, das Team, das gehe ich als nächstes mal an. Vielleicht ziehen wir ja wieder was Gutes, vielleicht ziehen wir auch ein, zwei Spieler, die mir, ja, keine Ahnung, die ich vielleicht für das Team sogar brauche. Ja, und dann werden wir mal gucken. Also ich kann euch das Team, zeige ich euch gleich, ich kann euch das gleich mal zeigen.
Dafür haben wir jetzt ein paar Coins bekommen. Okay, wir öffnen das Megapack. Vielleicht haben wir da nochmal einen Walkout drin. Letztes Mal hatten wir einen drin, dieses Mal haben wir keinen Walkout. Ist nicht schlimm. Ich muss mich nicht beschweren. Das ist nicht mal ein LED. So heißen die, glaube ich. Also mit diesen Wänden, das ist, glaube ich, die heißen LED. Ja, es ist nicht mal ein LED-Spieler hier. Das ist mir sowas von scheißegal. Ich bin geflasht. Ich bin komplett tot, Gartner. Ich bin komplett tot. Das ist unglaublich. Das kann nicht sein. Ich nehme das Video gerade Donnerstag auf und das kommt Freitag schon online. Ich bin auf eure Reaktion sowas von gespannt. Ich bin sowas von gespannt auf eure Reaktion. Ich stoße übrigens alle ab, weil ich kein Squad-Building mache. Ich mache keine Squad-Building-Challenges und da die nicht so krass was wert sind. Odier kann man verkaufen, Shaw kann man behalten, Baumgartlinger auch. Aber da die, ja guck mal hier, 700 Münzen für 650 kann ich ihn abstoßen. Ja, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe eine fucking Legende gerade gezogen, da ist es mir sowieso komplett egal. Das war's komplett gerade für mein Leben. Ja, wie gesagt, das erste Mal, dass ich überhaupt einen Walkout gezogen habe, war letzte Folge. Dieses Mal ziehe ich den zweiten Walkout und es ist eine Legende, meine erste Legende. Den gibt's viermal auf dem Markt. Klar, es gibt auch wertvolle Legenden, kann sein. Den gibt's viermal auf dem Markt und ja. Und das war nicht mal das Megapack, was wir jetzt durch diese Division Rivals bekommen haben. Das ist das Pack, was ich umsonst bekommen habe, weil ich die Ultimate Edition habe. Junge, die Ultimate Edition habe ich auf dem PC, also die habe ich da quasi ja zu diesem EA-Abo bekommen. Ist interessant. Ja, das war mein Team. Das ist das geplante Team, sagen wir es mal so. Ja, wir haben hier ein paar 5-Sterne-Skiller am Start, ein paar 4-Sterne-Skiller. Wir haben hier ja vorne, wir haben 5-Sterne-Skiller, rechtes Mittelfeld und linkes Mittelfeld und rechtes ZM. Dann haben wir noch 3 4-Sterne-Skiller. Marcelo hat noch 5-Sterne, genau, Marcelo ist hier auch noch am Start. Rechter Verteidiger mit Semedo auch 4-Sterne-Skiller. Und ja, da kann ich einfach ein bisschen Skillen üben, habe ich gedacht. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr Skillen können. Ja. Gut, kann man machen. ISR zum Beispiel hätte hier nur 2 Chemie, aber weil er halt MS ist und nicht ZM, den kann man aber halt zu ZM machen. Ja, ich habe vor der Aufnahme habe ich mir das Team erstmal bei Foothead zusammengestellt und dann hier reingehauen. Und dann habe ich noch gesagt, ja, zum Beispiel so eine Sache, ne, der kostet 100, 150, 160, 70.000. Ah, das 170 hier, 170, also kostet schon so, 180 kostet er schon, denke ich mal. Also 180 Sofortkaufpreis ist hier das günstigste, ja, mehr gibt es auch gar nicht. Ja, das ist einfach absolut krank. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das irgendwie schnell erreichen könnte. Und jetzt ziehen wir einfach eine Legende. Gut, ich will jetzt nicht zu viel rumlabern, ich habe schon viel Zeit verschwendet durch meinen Schock gerade, durch diese Schockstarre. Ich werde jetzt mal gucken, ich werde die Legende, ich weiß nicht, ob ich die behalte. Ihr könnt es mir gerne reinschreiben, wie gesagt, das Video kommt direkt morgen für mich online, also ich warte auf eure Vorschläge. Ich kann natürlich die Legende reinpacken, in so ein Team zum Beispiel, oder irgendwo einfach reinpacken, aber ich kann mir natürlich auch einfach die 850.000 Münzen mal mitnehmen und mir dann das komplette restliche Team hier zusammenstellen, dass ich dann mal ein gutes Team habe oder halt auch ein komplett anderes Team, ja. Ja, okay, dann sehen wir uns jetzt auf dem Account von einem Kumpel, let's go. So Leute, da sind wir auf dem Account von einem Kumpel, der hat jetzt erst gestern angefangen mit Squad Battles und so, aber er hat auf jeden Fall ein richtig nices Team, hat ja auch schon 160 Siege, also ultra krass, ist hier auch mit bei Skype, hi. Servus. Ja, Skype hat nicht die beste Qualität und er hat auch nicht das beste Mikrofon-Headset. Aber ist ja egal, wir werden jetzt hier mal in die Squad Battles reingehen. Wir öffnen natürlich auch dann am Donnerstag seine Weekend League-Belohnungen. Denn in der Weekend League war er anscheinend ganz gut. Du hast, glaube ich, 17 Siege geholt, hast du gesagt, ne? Ja.
Also das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt. Das dann erst am Donnerstag, aber das seht ihr auch noch in diesem Video, Leute. So, du hast hier erstmal Kevin Rodriguez ne, bekommen. Ist das eine Futausch-Spieler? Keine Ahnung, ich hab schon weggedrückt. Okay. Ich hab ihn einfach weg. So, wir haben vier. Gar nichts. Wir haben vier Packs jetzt hier auf dem Account. Ich bin gespannt. Also, was haben wir hier? Ein gemischtes Spielerset. Was ist das denn für ein Rotz, Alter? Premium Goldspieler Pack und zwei Jumbo Premium Goldspieler. Was ist denn das gemischte Spielerset? Das machen wir jetzt erstmal auf. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Packlack haben, ja. Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall nichts drin. Na doch, ein LED ist drin. Brasilien, Innenverteidiger, Porto, es ist Felipe 83er. Keine Ahnung. Der ist wahrscheinlich gar nichts wert. Ich weiß gar nicht, ob man den verkaufen kann in den Packs. Naja, ja klar. Aber für das Pack ist das, ey, das schon gut. Duplikat, Alter. Okay, den hau ich dann auf die Transferliste. Ja, aber ist auf jeden Fall ein komisches Pack. Was haben wir hier? Besten alles. Oh, nee, ist doch nichts wert. Ich dachte, ist was wert. So, Leute, zweites Pack. Premium Goldspieler Pack. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch nicht so der Brecher sein. Die sind alle nicht so krass, ne? Also, bin echt gespannt auf die Weekend League Belohnungen. Da haben wir nicht mal ein LED jetzt. 79er Pizarro. 57 Tempo, richtige Maschine auf jeden Fall. Den hätte ich gern in meinem Team. So, Leute, zwei Packs haben wir hier am Start. Jetzt müssen wir raushauen, richtig Patte machen. Hier kommen richtig Money. Wir haben auf meinem Account ja im letzten Video was Gutes gezogen, was richtig Gutes. Ein Walkout, mein allerersten Walkout. Ja, hier sind wir leider wieder nicht gut dabei. Wieder 79er. Der könnte ein bisschen mehr wert sein. Ich weiß es nicht, wir gucken direkt mal nach. Ah, 1K, willst du mich verarschen? Okay, ja, das ist leider schon das letzte Pack. Und ich habe so das Gefühl, da ist nicht viel drin. Komm, irgendwas Heftiges. Kein Walkout. Kein LED. Gar nichts. 79er, mal wieder. 57 Tempo. Irgendein Russe. Gut, das Backlog bisher war nicht so krass, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir die Weekend League Belohnung öffnen. So, Leute, da sind wir auf seinem Account, Leute, ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich habe gerade die Legende gezogen. Das, was ihr aber gerade gesehen habt, war von vor ein paar Tagen. Ja, jetzt sind wir hier am Start. Ich, wie gesagt, habe gerade den ersten Teil quasi aufgenommen hier und die Legende gezogen. Ja, krass, das werden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht schaffen. Kumpel ist wieder am Start hier, hi. Servus. Und meine Cap ist auch am Start. Die Haare sind ein bisschen Brokeguard geworden. Ja, wir nehmen hier Option 3. 130 Food Champions Punkte. Ein Megapack und ein seltenes Spielerpack. Bin gespannt. 44.000 Münzen hättest du auch nehmen können, aber du hast extra für mich, Dankeschön, gesagt, wir nehmen die Packs. Ich hoffe, ich kann dir das jetzt wieder rausholen. Ja, nach einer Legende hoffe ich, dass jetzt trotzdem noch Packlag am Start ist. Ja, und dann holen wir uns natürlich die Food Champions Belohnung. Leute, das wird spannend. Ich habe noch nie Food Champions Belohnung in FIFA 19 geöffnet. Das ist tatsächlich so. Ich bin gespannt. 45.000 Münzen, zwei Megapacks. Natürlich wieder für nächste Weekend League qualifiziert hier. Ist auf jeden Fall cool, kannst wieder ein bisschen zocken. Ich bin noch nicht einmal qualifiziert worden, ich bin so schlecht. Und zwei Spielerwahl-Spezialobjekte. Darauf bist du sehr gespannt. Ich werde ihm gleich ein Bild schicken. Hier sind die beiden. Ich werde ihm ein Bild schicken. Und er darf sich das aussuchen. Ich darf jetzt nicht einfach für ihn hier was nehmen. Er ist richtig gehypt. Ich sag auch gar nicht, was hier dabei ist. Ich habe die Dinger noch nie aufgemacht. Also, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also, es geht. Let's go, Junge! So, hier das Bild hier am Start. Das ist das erste. Du hast zwei davon. Ich weiß nicht, das ist so. Ja, okay. WLAN schaut nicht mal schlecht aus. Ist halt ein 84. WLAN, ne? Ist halt ein 84. Aber gute Werte. Ja, der ist schon okay, aber bin mir nicht sicher. Ich war mir schon ziemlich sicher am Anfang des Videos, habe ich schon gesagt. Wahrscheinlich werde ich da nicht so die krassen Sachen ziehen. Ich bin eher so der Typ, der mit schlechteren Packs was zieht. Ja, EA, danke dafür auf jeden Fall. Hier sind die nächsten. Aber WLAN ist nice. Er kann mir ja direkt nochmal mitnehmen. Ne? Den Kasper, ja, okay, 81er, ja.
Geht so. Aber jetzt kommen natürlich die krassen Packs. Okay, wir haben 5 Packs. 3 Megapacks. 2 davon sind seltene Megapacks. 1 ist normales Megapack. Und 2 seltene Goldspieler-Packs. Leute, wünscht mir Glück. Ich habe Angst, weil sonst boxt er mich. Ich kenne ihn. und ja, da ich halt auf meinem Account Packlack habe, weiß ich nicht. Okay, wir haben den ersten LED-Spieler auf jeden Fall. Brasilien-Stürmer. Keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Jonas. 84er. Kann man machen fürs erste Pack. Ist in Ordnung. Zweites Pack. Kein Walkout. Ist wieder dasselbe Pack wie gerade eben. Und wir haben wieder LED, also Wände. Kroatien, Torwart, Monaco und es ist Subasic. Okay, wieder Wände, aber kein Walkout. Es ist Payet. Payet, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hatte in Erinnerung, dass er so... Ja, letztes Jahr... Aber dieses Jahr ist es ganz anders, ne? Letztes Jahr hat er, glaube ich, schon so 10k gekostet. Dieses Jahr leider nur 3. So, wir haben die letzten 2 Packs und es ist wieder kein Walkout. Willst du mich verarschen? Das sind 30 Spieler in Form. Okay, in Form wenigstens. Wir haben in Form... Dokal. Ja. 81er. Ja, der ist wenigstens 10k. Discard zumindest. Muss da sein, Leute. Er muss da sein. Letztes Pack. 30 Spieler, 30 selten. Und keinen Walkout. Was ist das? Warum? Es ist Bas Dost in so einem Pack. Wen willst du eigentlich komplett verarschen? Gut, anscheinend ist das Packlack nur auf meinem Account vorhanden, Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao.